Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kipping, ich dachte eigentlich, wir reden hier über Ihren Antrag. Den habe ich mir nämlich angesehen, aber das, was Sie gemacht haben, hatte mit dem Antrag nur sehr wenig zu tun. Das beginnt damit, dass ich beim besten Willen nicht erkennen kann, wie das, was da in der Begründung des Antrages drinsteht, ich habe den vorsorglich noch mal mitgebracht, mit dem, was Sie daraus schlussfolgern wollen, irgendwie zusammenhängt. Was Sie hier erzählt haben, ist allgemeines Blabla. Und darüber können wir eigentlich keine weitere. Nein, es ist allgemeines Blabla gewesen und das ist eigentlich kein Ansatz für eine Diskussion. Ich will deshalb jetzt über Ihren Antrag reden. Und dann können Sie gespannt sein. Dann fangen wir mal hinten an. Da gibt es vier Zeilen dessen, was Sie eigentlich wollen. Sie wollen die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Da frage ich mich, warum legen Sie hier keinen Gesetzentwurf vor? Das wäre doch dann die Aufgabe von Ihnen, dass Sie sagen, das, was Sie wollen, bringen Sie mal in Worte und dann können wir darüber richtig beraten. Das ist der nächste Punkt. Hier heißt es, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen. Ich hatte eigentlich gedacht, wir als Parlament machen die Gesetze. In Ihrer Vorstellung ist es die Bundesregierung. Das ist doch altes DDR-Sprech, das ist doch vorbei. Gott sei Dank ist es vorbei. Und dann gehen Sie weiter und sagen, das 20-fache, das haben Sie hier gerade begründet. Ich habe mich gefragt, warum nicht das 10-fache? Sie haben gesagt, nicht dasselbe wie die unterste Lohngruppe. Okay, dasselbe wollen Sie nicht, aber warum nicht das 2-fache, das 3-fache, das 4-fache? Alles das begründen Sie nicht. Also insofern muss ich sagen, der Antrag, ich komme ja gleich jetzt zu den Dingen, die Sie eigentlich hätten vorstellen können, die Sie aber nicht vorgestellt haben. Jetzt gehen wir mal in die Begründung Ihres Antrages rein. Und da geht es um alles Mögliche, aber nicht um das, was die Schlussfolgerung ist. Es geht nämlich eigentlich nur um Volkswagen. Und in der Tat, die Lage bei Volkswagen ist nicht gut. Denn neben dem eigentlichen Abgasskandal, wo wir ja in den verschiedensten Ausschüssen auch immer wieder darüber geredet haben und wo wir noch nicht einmal im Augenblick genau sagen können, wo die Verantwortlichkeiten liegen, ist ja inzwischen auch die Frage getreten, ob die entsprechenden Informationen rechtzeitig in den Kapitalmarkt gegeben wurden. Und das führt, die Fehler aus beiden Verhalten, führt zu Risiken für Volkswagen in Milliardenhöhe. Und da stimme ich Ihnen im Ausgangspunkt zu. Die Frage stellt sich natürlich, welche Auswirkungen hat das auf die Vorstandsvergütung und ist die Vorstandsvergütung, und das schreiben Sie Ihrem Antrag, ist die dann auch noch angemessen? Nur, um dem entgegenzusteuern, haben wir schon in der letzten Legislaturperiode mit dem Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung im Jahre 2009 Abhilfe geschaffen. Und jetzt kann ich Ihren Antrag zitieren. Ziel dieses Gesetzes war es nämlich und ist es, die Anreize in der Vergütungsstruktur für Vorstandsmitglieder in Richtung einer nachhaltigen und auf Langfristigkeit ausgerichteten Unternehmensführung zu stärken. Zugleich soll die Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats für die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung gestärkt und konkretisiert werden, sowie die Transparenz der Vorstandsvergütung verbessert werden. Genau das haben wir gemacht. Und jetzt betone ich, bei der Festlegung der Vergütung ist seither auch bei negativen Entwicklungen dem Rechnung zu tragen. Und es ist darauf zu achten, dass die Vergütung des Vorstands dem entspricht. Das, was Sie wollen, steht heute schon im Gesetz drin. Und wenn das Gesetz, ein gutes Gesetz, nicht beachtet wurde, dann ist es an den bei VW Verantwortlichen und nicht bei uns und nicht an uns beim Gesetzgeber, es durchzusetzen. Und diese Verantwortung liegt beim Aufsichtsrat von Volkswagen. Und das haben wir 2009 auch so klargestellt beim Gesamtaufsichtsrat, beim Plenum des Aufsichtsrats. Handelt der Aufsichtsrat nicht, stehen den Aktionären alle möglichen Rechtsbehelfe zur Verfügung, um ein Nichthandeln einer Kontrolle zuzuführen. Da gilt es also abzuwarten und anders als Sie sagen, kein Grund für ein Einschreiten des Gesetzgebers. Und dass das Gesetz greift, schreiben Sie selbst in Ihren Antrag, denn was wir damals eingeführt haben, ist ein Vergütungsvotum, ein Mitspracherecht, eine Mitsprachemöglichkeit der Aktionäre der Hauptversammlung. Sie schreiben in Ihrem Antrag, die Kritik an Vorstandsvergütungen wurde jüngst zwar selbst von Aktionären der tief im Minus befindlichen und von Gerichtsprozessen überzogenen Deutschen Bank gestützt, indem Sie, die Aktionäre, das neue Vergütungssystem für den Vorstand abgelehnt haben. Das ist genau das, was wir wollten und was wir eingeführt haben und was sich jetzt durchsetzt. Wunderbar.
Das kritisieren Sie, dass es nicht da sei. Sie sollten das alte Gesetz ansehen. Wir haben mit dem Gesetz im Übrigen auch den hoffentlich nicht eintretenden Fall im Auge, dass sich die Lage einer Aktiengesellschaft wirtschaftlich verschlechtert. Denn dafür haben wir Vorsorge getroffen. Dann nämlich soll der Aufsichtsrat eine einseitige Entscheidung über die Kürzung der Vorstandsbezüge treffen. Und auch hier haben wir eine klare und eine Regel, die von uns geschaffen worden, die Ihr geschildertes Problem schon lange löst. Wenn wir jetzt aber mal unterstellen, dass die Regeln nicht funktionieren würden, dann müssen wir über neue Reformen nachdenken. Und da zitiere ich einmal aus dem Koalitionsvertrag: Um Transparenz bei der Feststellung von Managergehältern herzustellen, wird über die Vorstandsvergütung künftig die Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats entscheiden. Und jetzt schaue ich noch mal auf Ihren Antrag. Da kritisieren Sie nämlich im nächsten Satz dessen, was ich eben vorgelesen habe: Der Vorstand ist bislang, heißt es sinngemäß da, an solche Stimmungsäußerungen der Aktionäre rechtlich nicht gebunden. Genau das wollen wir einführen. Und ich schaue das Justizministerium an. Die werden uns mit Sicherheit bald einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen, damit wir genau das machen können, dass die Aktionäre als die eigentlich Verantwortlichen, die Inhaber der Gesellschaft, über die Zahlung der Vorstandsvergütung auch zu entscheiden haben. Deshalb bin ich gespannt, ob das und wann das kommt. Wir werden reagieren, wenn es da Defizite gibt. Und wenn Sie jetzt weiter schreiben, in Ihrem Antrag, wohlgemerkt, Ihrer Begründung, dass die unvorstellbar hohen Zahlungen von den Aktionären nicht grundsätzlich infrage gestellt wurden, ist das natürlich widersprüchlich. Denn natürlich dürfen die Aktionäre mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Allerdings, und das ist das kleine Körnchen Wahrheit in Ihrem Antrag, das geht nur, solange die Sache nicht zulasten Dritter geht, zu denen die Gläubiger und dann die Arbeitnehmer gehören. Aber das ist kurz vor der Pleite, und da stehen wir nicht. Und natürlich muss man über die Frage nachdenken, ob eine Aktionärsmehrheit alleine ein solches Vergütungsvotum genehmigen kann oder ob wir da nicht vielleicht auch noch in irgendeiner Weise die Minderheit einbeziehen müssen. Und deshalb noch einmal zu Ihrem Antrag zurück. Das haben Sie ja mittelbar gesagt, dass Sie in Wirklichkeit etwas ganz anderes erreichen wollen. Sie wollen indirekt die geringste Lohnstufe nach oben beziehen und sozusagen die Spreizung aufheben. Aber das funktioniert nicht mal mit Ihrem Antrag. Denn die einfache Reaktion ist, dass wir Konzernstrukturen schaffen und dass die Arbeitnehmer in unterschiedlichen Gesellschaften anschließend ausgegliedert werden. Und das bedeutet zusammengefasst, nicht einmal Ihre eigene Klientel würde von diesem Antrag profitieren. Auf gut Deutsch, ein untauglicher Versuch. Vielen Dank. So, ein untauglicher Versuch. Und insofern ist eines klar, wir werden die Sache ablehnen und wir wollen mal sehen, wie die weitere Diskussion weitergeht. Nochmals vielen Dank. So, ebenfalls vielen Dank. Und jetzt hat der Kollege Dr. Thomas Gammke für Bündnis 90.